Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Room Total War 2 mit den Römern. Und wir sind, endlich in Britannien gelandet. Ein Jahr zu spät oder sogar 2 Jahre zu spät. Und uns ist eine Druide im Weg. Das ist natürlich super. So. Wir ignorieren die einfach. Die hat uns. Ja, das können wir automatisch machen, ne? Die hat uns eine Einheit geklaut. Wie sie das geschafft hat, weiß ich auch nicht. So, und die erste Stadt gehört uns. Genau, hier machen wir einfach, weil die ganzen ganzen Sachen weg. Die interessieren uns gerade nicht. So, wir haben immer noch extreme Probleme mit der Ernährung. So. Wieso sehe ich das ja jetzt wieder nicht? Der hat mich angegriffen. Ich hab's doch schon gesehen. Ich glaube, das kann ich schaffen. Ich glaube, das kann ich schaffen. Ja, gut. Mach mal. Schwierig ist, wie gesagt, wir haben enorme Nahrungsmittelknappheit, weswegen auch immer. Also, ich würde behaupten, wegen Agenten. Weil von ganz hoch geht's nicht sofort auf ganz runter. So. Gut. Es ist wie letztes Mal nur, dass er jetzt eine Armee hat. So. Wie gesagt, wir greifen wieder von. Oder wie gesagt, ich habe das nicht gesagt. Wir greifen wieder von mehreren Seiten an. Frontal kommen die da. Von der Seite kommen die da. Von der anderen Seite kommen die da. Ah, sowas nervt etwas. Ihr seid da. Ach, der hat der Fernkampfkavallerie. Supi. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Unser General wird angegriffen. Auch lustig, dass die diesen Keilangriff haben, aber die Römer nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Das sieht gerade nicht sehr gut aus hier. Das sieht gar nicht gut aus. Da habe ich auf das falsche Pferd gesetzt. Okay, ihr zwei geht hier hin. Ihr zwei greift an. Ja, du greifst auch an.
Gut, weiter, weiter, weiter. Nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben. Schön die Zange zu machen. Nicht stehen bleiben. Sehr gut. So, ihr greift jetzt da an. Sehr gut. Sehr schön. Gut. Das war's. So, jetzt wird überall hingepusht. Jetzt wird gepusht, ja. Sehr schön. Du beförderst, also motivierst dich mal, damit du bisschen mehr aushältst. So, wow. Ich hatte echt ein bisschen Schiss, als er hier voll reingeprescht ist. Deshalb meine gepanzerten Legionäre das nicht aushalten, aber das sind halt heftige Hunde. Und die waren nicht wirklich die besten Einheiten. Ja, 1400 gegen 2200. Und ich habe nur 200 verloren. Und ziemlich viel durch Friendly Fire sogar. Ja, nicht gut. Friendly Fire war auch ein sehr großes Thema in den Kriegen in der Antike. Oder also ist es heute auch immer noch. Das Problem ist einfach, dass ja, zu Beginn der römischen des römischen Reiches oder des Imperiums kam es ja öfters zu Bürgerkriegen, also zu Spaltungen Roms und das nicht nur unter den, na, also nicht nur anfänglich, sondern auch eigentlich immer. Das Problem war bei den Anfänglichen, dass jede Legion wirklich die gleichen, ja, also gleich aussahen. Und wenn eine Legion gegen die andere gekämpft hat, kam es schon sehr häufig zu Friendly Fire. Sei es im Nahkampf oder Fernkampf. Die Nahkampf-Dinger, die Nahkampf-Angriffe waren nicht so häufig, dass es da zu Friendly Fire kam. Und, nee, andersrum, Entschuldigung. Bei Fernkampf kam es nicht häufig dazu, weil die römischen Fernkämpfer, also Artillerie oder Bogenschützen, hörten fast immer sofort auf, wenn die Gefahr bestand, den eigenen Leuten in den Rücken zu schießen. Und nur manchmal, wenn der Wind blöd kam, wurde halt, ja, wurden eigene Leute getroffen. Und da wurde aber sofort dann das Feuer eingestellt. Und wichtig war auch, dass dass ab den oh, wann war das? Ich überlege nur gerade, ab wann die Legionen wirklich verschiedenfarbige Schilde und so weiter hatten und Erkennungsmerkmale. Das war, glaube ich, um
Also kurz vor Null war das. Kurz vor Christi Geburt. Gab es eben ziemlich viele rote Schilde, aber verschiedene verziert. Also einmal ein Seepferd, einmal Ochse und sowas. Und dann gab es seltener die Einheiten, die blaue Schilde hatten oder weiße Schilde. Genau. Der bekommt auch was. Was bekommt der? Ich würde sagen, unbezwingbare Legionäre. So. Das ist gerade nicht sehr gut. Ich könnte mal wieder Leute in die Diplomatie schicken. Du könntest auch mal heiraten hier. Scharfzüngige Ehefrau. Mit dunkler Vergangenheit. Ja, Kinder bekommen. So, du könntest Diplomat. 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 Warte. Heiraten. Die hat schon das da. Dann Diplomat. Das ist gerade ein bisschen zu risky. Geten, minus 40. Diplomat. Alter. Kusch. Gut, dann schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Kommen mit Stärke zu euch, um Worte der Stärke zu sprechen. Antwortet mit der Stärke, die Frieden willkommen Uiuiuiui, warte mal. Wollen wir das? Wollen wir das? Moment, ich muss mein schlaues Buch holen. Ah! Mein schlaues Buch. Uiuiui. Das ist natürlich unter den ganzen Ordner. So. Schlaues Buch. Müssen wir dahin? Das weiß ich nämlich nicht. So, hier ist Griechenland. Hier ist nochmal Griechenland. Hier ist Asien. Hier ist Rom. Gut, wollen wir das? Wollen wir nicht? Wollen wir nicht. Also, hier haben wir schon erobert. Genau, hier geht's hoch, hierhin, dann dahin. Und dann ein, also, naja, also Magna Germania, das war. Ja, eigentlich haben wir oder hat Rom ja eigentlich nur hier angegriffen. Hier und dann da und dann so runter. Dann lasse ich Germania in Ruhe.
Also Magna Germania. Ja. Dann Dacia wurde nochmal vorgestoßen. Hier die eine Provinz. Das da haben wir. Dann hier im Osten wurde noch sehr viel eingenommen. Aber erst nach Christus. Ja, dann Friedensabkommen, ja. Ja, gut. Super. Gut. Mal schauen, ob die den Frieden halten. Aber ich denke schon. Weil ich glaube nicht, dass ich, also für mich würde es würde nichts bringen, wieder Krieg zu erklären, weil ich da ja nichts einnehmen will. So. Gut. Es liegt in der Natur eines Kriegers, direkt ins Herz vorzustoßen. Puh. Überlegt euch diesen Vorschlag eingehend. Puh, puh. Wie gesagt, wir nehmen ja das da noch ein. Also und das da nicht. Also die Markomannen dürfen wir nicht einnehmen, das ist das Problem. Das ist ja das Problem mit den Klientel, weil Klientel hieße ja eigentlich, dass wir das erobert haben, mehr oder weniger. Das heißt, wenn wir mit denen jetzt Frieden schließen, kommen die Cherusker gleich und wollen auch Frieden. Okay, das gehört der britannischen Konföderation. Das ist kein Problem. Also das können wir noch einnehmen, aber das dann nicht mehr. Also, ja. Mein. Also ja. Aber clean. Ja, doch. Passt. Das passt. Attentatsplan. Ein Spione sagt euch, dass ein Politiker einer rivalisierenden Partei ein Attentat auf euch plant. Leibwache anheuern. Politische Intrige. Ist erwachsen und kehrt mit zweier Autorität. Das ist gut. Er hat euch hintergangen. Wurde verwundet. Aha, okay, sehr schön. Großzügigen Tribut. Das ist geil. Mit dem Baden zurückgekommen. Bereit zum Kommandieren. Sabotiert Auskundschaft. Das ist egal. Eure Tochter wird erwachsen. Piraterie. Gut, also dann kehre ich jetzt hier mal zurück. So. So. Warte, jetzt schaue ich mal, wie es mit Markomannen aussieht. Ja, okay, die haben immer noch Freundschaft mit denen. Gut. Gut. So. Wir brauchen jetzt wirklich Nahrung. Was soll das? Nahrung haben wir hier voll. Das haben wir voll. Das haben wir. Alter. Das haben wir noch nicht voll. Verwaltung,
Taktik. Taktik brauchen wir nur noch eins. Dann haben wir nochmal Bewegungsreichweite. Und Belagerung haben wir fast nichts. Das ist ja schändlich. Dann. Oder warte, was gibt Verwaltung? Verstärkungsreihe. Ah, okay. Da brauchen wir 3 und 8 Runden. Dann machen wir das da noch schnell fertig. So, hier nochmal einen Agenten. Feindlichen. Ja, hier, der da ist gut. Okay. Kolosseum. Ich will mal in Rom jetzt nochmal kämpfen. Mit dem Kolosseum zusammen. Schade, dass wir hier das Circus Maximus nicht ausbauen können. Ah, das. Ja, genau. Das machen wir hier unten. So. Wie sieht's aus? Das ist halt eine übertriebene Stadt hier. Und das brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Das da brauchen wir auch nicht. Das ändern wir mal in Nahrung. Das da ändern wir auch. Das ändern wir nicht. Das da ändern wir auch. Nahrung. Warte, genau, doch. Warte, das war jetzt falsch. So, hier Nahrung. Das ändern wir auch in Nahrung. Das ändern wir auch in. Ah, haben wir schon? Okay, hier. Panem. Auch Panem. Hier nochmal Panem. Und hier ist auch Panem. Hier auch nochmal Panem. Gut. Risiko 3%, das ist sehr gut. Würdenträger. Verrat 3. Minus 11. Loyalität sichern. Loyalität sichern. Und Loyalität sichern. So. Dann. Die können wir jetzt bald auch verheiraten. Den können wir verheiraten. Noch nicht. Aber bald. Okay. Supi. Dann ist auch diese Runde schon vorbei. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und nächste Runde, warte, es ist 48. Also 48, nochmal kurz historisch, wurde Rom geteilt. Also in Caesar war für sich und dann pro Senat war in Ägypten hier. Und das habe ich ja vor 2 oder 3 Folgen erzählt, dass Caesar eben mit seiner Armee nach Rom marschiert ist und die eben nicht entwaffnet wurde, wie der Senat verlangt hat, und dadurch hat er einen fetten Bürgerkrieg gestartet. So, hier ist halt mega fett. Also Geten ist mega fett. Massageten auch.
Also die werden wahrscheinlich gerade von den Geten zermalmt. Baktrien ist riesig. Und Saba wird wahrscheinlich von Chimera gerade erobert. Ah, Kusche ist nach in Trüme ausgewandert. Ja, das sieht doch alles sehr schön aus. Ja, wenn die Junior, das wäre hammergeil, wenn die Junior rebellieren. Weil dann ist ganz Ägypten weg. Und dann müsste ich Ägypten wieder erobern. Das wäre richtig geil, weil es halt auch historisch nicht so, nicht so verkehrt wäre. Gut, dann, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bye bye. Shut up!